ist wohl das weltweit größte internationale Kinderskirennen, das an einem Wochenende stattfindet, die Kids-Trophy in Altenmarkt-Zauchensee. Insgesamt gehen über 700 Kinder und Jugendliche an zwei Tagen an den Start. Auf zwei Läufen steht die Disziplin Riesentourlauf am Programm. Veranstaltet wird die 19. Ausgabe des Rennens wie immer vom Skiclub Salzburg. Also die Stimmung ist ungebrochen, es sind alle total begeistert. Wir haben natürlich Kaiserwetter hier und beste Pistenbedingungen schaffen können. Und man sieht, dass die ganzen Menschen kommen aus Europa und darüber hinaus. Wir haben 25 Nationen vertreten und sie sind einfach wieder voll da und voll begeistert. Auch wenn manchmal das Skifahren schlecht geredet wird, die Kids-Trophy beweist das Gegenteil. Es war gut, es waren ein paar Buggeln, aber die habe ich gut erwischt. Wer sind deine Vorbilder beim Skifahren? Ja, der Hannes Reichl ist ein Vorbild, aber auch die Michaela Schifrin ist auch ein großes Vorbild von mir. Also es ist sehr cool und es ist das erste Mal, dass ich bei so etwas Großem dabei sein darf. Und es war, die Bedingungen waren sehr gut und es war sehr cool zum Fahren. Ich glaube, es ist so wichtig, dass unsere Kinder gerade in seinem Skisport einfach wieder leben und dass man das als Eltern da einfach unterstützen kann. Sie sind total sportlich durch das, sie sind immer unterwegs, sie betreiben viel Sport, das ist, und sie sind halt ganz wichtig, immer an der frischen Luft. Wie man schon im Hintergrund hörte, flog ein Hubschrauber von Red Bull nach Zauchensee. Die Flying Bulls mit ihrer Flugshow. Enter landing setup, ladies and gentlemen. When they touch down. Aufgrund der Temperaturen wird die Piste gegen Mittag weicher. Und hier ist Taktik angesagt. Also die Pistenverhältnisse, die haben ein wenig, also es haben jetzt schon in der Piste Rillen drin und man muss halt relativ gut in der Spur fahren und man darf keine eigene Spur haben, also weil es sonst schwieriger wird. Ja, also dafür, dass ich eine mittlere Startnummer habe, 560, eigentlich eine super Piste, finde ich. Für mich ist noch gut zum Fahren, man kann auch reingehen, richtig aggressiv, also es geht, ja. Bei einem ganz Großen des österreichischen Skisports werden in Anbetracht der Kids-Trophy Erinnerungen wach. Wenn man da so viele Kinder sieht, die einfach mit Begeisterung den Sport machen, da lacht mein Herz. Ich kann mich erinnern an meine Kinderzeit, da sind wir in Italien so ein großes Rennen gefahren damals in Südtirol und das war immer ein Erlebnis für uns. Da reden wir jetzt noch immer über das, meine Freunde von Frühjahrszeiten, die mit mir Rennen gefahren sind. Und so etwas ist das auch die Kids-Trophy da für die jetzigen Kinder. Und es ist ja schön zu sehen, dass es so viele begeisterte junge Skirennläufer gibt. Um so eine große und großartige Veranstaltung zu meistern, bedarf es vieler Hände. Also wir haben vom Skiclub 150 frei ehrenamtliche Mitarbeiter, die im Vorfeld und auch hier heute an den Renntagen mithelfen, haben wir dabei. Ohne die wäre es gar nicht möglich. Und wir haben ja die Kids-Trophy nun auch zum 19. Mal. Und auch ohne die Zauchenseer Bergbahnen und den Tourismusverband Altenmarkt-Zauchensee könnten wir diese großartige Veranstaltung so nicht stemmen. Also herzlichen Dank an alle. Es ist wahrlich eine Freude, die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen bei der Kids-Trophy mitzuerleben. Und wer weiß, ob da nicht der eine oder andere künftige Skistar dabei war.